Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Gear Rifters. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen, ne? Heute spielen wir mal was anderes. Heute spielen wir Gear Rifters. Ein Spiel, wo man die Welt sich dem anpassen muss, um durchzukommen. Also, man selbst passt die Map an, ja. Das ist tatsächlich die Spielbeschreibung. Wenn dir die Welt nicht passt, mach sie passend. Man kann halt wirklich so blöckemäßig alles bewegen. Wie genau das funktioniert, weiß ich aber noch nicht. So, das sind wir. Irgendwas riecht hier nach Schokolade. Ha, Hanyo Candy! Ja, der ist so cool, da muss man jetzt erstmal ranzoomen. Chief, bekämpf Feuer mit Schokolade! Was zum Geier ist hier eigentlich los? Jetzt guck mich nicht so schräg an! Die komischen Risse sind einfach so aus dem Nichts aufgetaucht! Komische Risse, meinst du? Das hört sich nicht gut an! Da kannst du laut sagen! Na, schauen wir uns das mal näher an! Wozu soll das gut sein? Naja, komische Risse sollte man halt mal unter die Lupe nehmen. Also werf mir lieber mal einen ordentlichen Blick darauf. Na schön, aber dafür schuldest du mir zwei Lutscher. Und das ist das, was ich meinte. Man kann die Maps so ein bisschen umgestalten, wie man selber es möchte. Er hat es gerade schon vorgeführt. Korrigiere, drei Lutscher. So, ich kann springen. Ja, wie man springt, da weiß ich. Mit dem A-Knopf. Guck dir mal das Dingeling da drüben an. Das sieht verdammt seltsam aus. Keine Ahnung, was das ist. Lieber mal nicht anpacken. Wann hat es je geschadet, etwas Seltsames anzupacken? Das ist ein Argument. Anfassen! Kristallisator. Ein Kristall! Ich habe gerade einen Kristall bekommen! Oh, ich dachte, das wäre ein kleines Bonbon. Sieht jedenfalls so aus. Bist du sicher, dass es kein Bonbon ist? Ich bin mir sicher. In Süßland ist ja alles aus Bonbons. Und diese Dinger sind in Süßland, also müssen sie aus Bonbons sein. Aber wir sind auch aus Süßland, sind aber nicht aus Bonbons. Moment mal, wir sind nicht aus Bonbons? Ja, tut mir leid, da muss man dich leider enttäuschen. Einfach runter. Oh, ich habe einen Doppelsprung. Wird mir echt spät gesagt. Also die sind die Collectibles auf jeden Fall. So, jetzt würde ich gerne endlich erfahren, wie ich die Welt anpassen kann. Da, noch ein Kristall. Allerdings sieht das ein bisschen anders aus. Du musst die Blöcke verschieben, um ranzukommen. Ja, mit der einen Taste hier kann ich jetzt die Blöcke verschieben, wie ich lustig bin. Ja, und solange es nicht diese Candy-Blöcke sind, kann ich das auch unendlich oft machen. Nun muss ich hin und wieder nachladen. Also ich kann nicht unendlich lange hier die Blöcke schlagen. So, wie komme ich da am besten dran? Einfach rausprügeln, was denn sonst? Der Bursche hat gleich zwei Kristalle ausgespuckt. Was sind das für Dinger, Chief? Erinnerst du dich an die Maschine, die unsere Müll in leckere Bonbons verwandelt hat? Der Bonbonator? Na klar, das war richtig lecker.
Vielleicht ist das sowas in der Art. Es verwandelt Zeug in Kristalle. Ein Kristallisator. Im Übrigen, das Spiel ging ja auch zusammen, aber komischerweise nur, wenn man das Spiel lokal spielt. Ich verstehe zur jetzigen Zeit nicht, warum man überhaupt lokale Spiele machen sollte, weil die Leute nicht zusammenkommen können. Und wir eh im Online-Zeitalter leben. Das hier ist das reinste Zuckermaislabyrinth. Hier habe ich mich schon mal 2 Wochen lang verlaufen. Kein Zucker, keine Bonbons, ich war schon völlig unterzuckert. Hättest du in einem Zuckermaislabyrinth nicht einfach Zuckermais essen können? Zuckermais essen? Meinst du das doch hoffentlich nicht ernst? Ja, natürlich, Entschuldigung. Keine Ahnung, wie ich darauf kam. Rauszoomen. Irgendwie kommt man die Dinge auch rausziehen. Ah ja, jetzt habe ich es rausgefunden. Guckt, ich kann das einfach so schwupp rausholen. Zack. Das ist das Feature, was ich gerade meinte. Man kann das so umändern, wie man lustig ist. Das ist richtig cool. Hätte ich lieben gern mit jemand anderes gespielt, aber man kann ja zurzeit nicht lokal spielen, was den Entwicklern offenbar nicht bewusst ist. Lokal spielen ist momentan sehr schwer. Ich habe 14 von 14 gesammelt. Ich habe einen S-Rang dafür bekommen. So. Das war jetzt die erste Mission, die man machen kann. Es gibt jetzt noch Herausforderungen, die kann man auch noch machen. Da könnte man dann jetzt hier lokal zusammenspielen. Ich kann das aber auch zum Glück alleine machen. Ich habe auch verschiedene Kostüme offenbar. Geil, dass du mir so ein Bild vor die Nase hältst. Welche Kostüme hat der denn eigentlich noch? Für den gibt's nix. Ich nehme jetzt die Candy. Und mach das. Okay, im Level drin. Wie mache ich das? Ah, ich muss die Dinger in die davor gesehenen Teile punchen. Ja, das habe ich schon mal gut geschafft. Das machen wir am besten direkt nochmal neu. Hauptsache hinbekommen. Hinbekommen. So, jetzt fehlt nur noch hier. Hilfe. Geschafft. Und bin gestorben. Aua. Okay. Sterbe ich, wenn ich in diesen Laser komme? Es tut mir zumindest weh. Erstmal das weg. Dann punchen wir das mal. Aua, es kann mich zerdrücken.
Aber wie kriege ich das von der anderen Seite bewegt? Ah, ich sehe schon. Ich muss das jetzt gleich holen, während das unten ist. Einen Moment und ziehen. Das hat prima funktioniert. Aber ich habe ja noch was. Ich kann den ja zurückschieben. Okay, jetzt habe ich sie bekommen. Ich glaube, ich darf nur eine bestimmte Anzahl an Blöcken bewegen. Ja. Ich habe nur eine bestimmte Anzahl zur Verfügung. Was habe ich denn jetzt bekommen? Shurikens? Was mache ich denn mit Shurikens? Keine Ahnung, was ich mit den Shurikens mache. Muss ich vielleicht den blauen Block treffen? Ah ja, muss ich. Schulgen nehmen und werfen. Ich muss dadurch. Okay, habe ich gereiht. Den runter. Warten, dass das jetzt wiederkommt. Ich habe schon gesehen, dass sie nicht lange blinken. Okay, das war easy. Und sowas könnte man dann halt auch zusammenspielen. Es gäbe halt jetzt noch so einen Herausforderungsmodus, wo man gegeneinander spielen könnte, aber alleine kann man das natürlich nicht machen. Vor allen Dingen, das ist halt wirklich ein lokales Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Vollversion online hat. Wenn nicht, wäre das mega traurig. Weil in der heutigen Zeit, wenn du ein Spiel auf lokal nur schaltest, machst du es eigentlich damit tot. Du gibst damit von Anfang an schon den Todesstoß. Ich finde, in der heutigen Zeit, wenn du ein Multiplayer-Spiel machst, musst du auch online einbauen. Auch wenn es mega nervig ist. Also für den Entwickler. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!